Es lebt! Und ist zurück mit einem weiteren spannenden Video. Sonne, würdest du bitte aufhören, mich hier vorne anzukotzen? Halt einfach dein Maul. Treue Abonnenten, Liebe ist da, wissen, dass ich ja schon auf eine ganze Reihe an Horror-Kurzfilmen reagiert habe. Manche davon drehbuchtechnisch die Verkörperung von Shakespeares Albträumen, die sich zu einer riesigen Orgie versammeln, um einander zu schwängern. Amateurfilme von derartiger cinematischer Bombastizität, dass sie sich selbst einen Weg in die Unterhosen von Hollywood-Produktionen bahnen. Und andere wiederum sind dann eher die Bremsspuren in besagten Unterhosen. Aber Leute, heute habe ich euch ausnahmsweise mal was voraus, denn ich nehme dieses Intro auf, nachdem ich auf die heutigen Filme reacted habe. Ich weiß also genau, was euch bevorsteht und was ihr verpasst, solltet ihr dieses Video nicht bis zum Ende gucken. Bei dem einen handelt es sich um einen Horror-Kurzfilm von Crypt TV. Der ist wirklich ausgesprochen gruselig und richtig, richtig gut gemacht. Und der andere, sagen wir, er wurde auch hochgeladen. Ja, freue mich übrigens wahnsinnig, dass ihr das Format immer noch so feiert und supportet. Und egal wie ihr die Filme findet, Arbeit hat immer drin gesteckt. Die Originalfilme und Videos sind immer unten verlinkt. Lasst den Leuten auf jeden Fall gerne mal einen Daumen nach oben da. Und mir natürlich auch, wenn ihr möchtet, dass ich die euch weiterhin zeigen und meinen Senf dazu abgeben soll. Und die Sache mit Crypt TV Horrorfilmen ist ja immer die, dass die zwar alle äußerst gut und professionell gemacht sind, aber nicht wirklich gruselig. Den Kommentar nachzuurteilen soll das bei diesem Video allerdings anders sein. Ich bin mega aufgeregt, ey. Oh, es geht um die Zahnfee, oder? Ahora dormir y sueñas con cosas bonitas. Abuela. Dime. No me apagues la luz, por favor. Que si no, vuelve a visitarme Sam. Oder auch nicht. Le tengo miedo. Dice que el hada vendrá esa noche por mí. Pues dile a Sam que venga a dormir contigo también. Anda, que mañana tienes cole. No puedes estar todas las noches igual. Der Film ist übrigens harder. Abuela, no me hagas esto. Tengo miedo. Abuela, por favor, no te vayas. Está ahí. Zimmer, ey. Okay. 1000 Ecken für 1000 Monster. He dicho que dormir. Weder Goldfisch noch Taschenlampe können dich retten, mein Junge. Das wäre so MacGyver-Style. Ich habe die Zahnfee irgendwie anders in Erinnerung. Thank you.
Decke runternimmt. What? Boah, Alter! Boah, ey. Also, dieser Film war wirklich so absonderlich creepy gemacht, dass ich ihn teilweise echt schockierend fand. Also, ich meine, man kennt es ja, wie CrypTV ihre Kurzfilme aufzieht. Es ist immer sehr, sehr gory, sehr viel mit Blut, mit Maskenbildnerei und cinematischen Effekten. Das war ja auch der Fall. Aber im Gegensatz zu allen anderen, die ich bis jetzt von denen gesehen habe, hat der unglaublich krass an so diese Urängste appelliert. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber einfach dieses, was sich da unter deiner Bettdecke langsam auf dich zubewegt, so kriechend, Geräusche unterm Bett und du guckst dann drunter, siehst auf der anderen Seite Füße und willst dich eigentlich einfach nur ganz schnell umdrehen. So Szenen, die dir komplett deinen ganzen Körper mit Gänsehaut überziehen. Das finde ich äußerst gut gemacht. Und dann natürlich irgendwie die Kulisse, also ein Kind zu nehmen in der Hauptrolle sozusagen, was eh immer ein bisschen wehrloser ist. Und dann dieses Kleiderregal mit den beiden Schränken an der Seite und dieser Glühbirne in der Mitte mit diesem Zoom, wo du dir einfach nur denkst, es kann gar nicht anders sein, als dass dich aus dieser dunklen Ecke irgendetwas anschaut. Es kann nicht anders sein. Das finde ich die perfekte Szenerie für so einen Horror-Kurzfilm. Ist wirklich äußerst gut gemacht und ausgesucht. Ich habe diese Story nicht ganz verstanden. Ich meine, mir ist klar, dass es für so einen Horror-Kurzfilm, für dieses Format irgendwie komprimierter Grusel, Jumpscares und irgendwie Hintergrundsummen sein muss. Es ging auf jeden Fall um die Zahnfee, aber dann war noch irgendwie dieser andere Junge, der den Protagonisten heimgesucht hat und ihn vor dieser Hexe gewarnt hat. Ich weiß nicht ganz, wie sich das verhält oder zusammensetzt. Vielleicht war es auch eine eigens ausgedachte Geschichte. Ich glaube, die sprechen Spanisch. Eventuell ist es auch in anderen Kulturen eine andere Geschichte, die sich um die Zahnfee rankt. Hierzulande hat man da eigentlich keine Angst vor. Wobei man sagen muss, für so sensible Kinder ist das vielleicht eine gruselige Sache, wenn deine Eltern dir erzählen, da kommt nachts eine Frau vorbei und greift unter dein Kissen, während du schläfst. Und ich finde das cool, wenn so Filme die Emotionen nehmen, die eigentlich positiv besetzt sind und mal so umdrehen. Weil das wirkt dann immer echt schockierend und aufwühlend. Und das, finde ich, hat dieser Film sehr, sehr gut gemacht. Von der Produktion her gibt's halt bei CrypTV nie was zu meckern. Ich bin froh, dass ich mal einen gefunden habe, der wirklich nicht nur, wo man so sagt, ja, am Ende okay, der war gut gemacht. Er hatte Szenen, die ja, brutal waren, die irgendwie absurd waren und halt irgendwie scary im Sinne von, sie erschrecken dich, aber sie nehmen dich nicht so mit, dass du wirklich Gänsehaut hast. So war das eigentlich nie der Fall. Bei dem hier war das anders und ich finde, muss ehrlich sagen, das ist einer meiner Lieblings-Horror-Kurzfilme aus diesem Format. Okay, Leute, jetzt kommen wir zu einem anderen, nennt sich der Bibliothekar. Wurde irgendwie in 12 Stunden zusammengeschustert und ich bin mal gespannt, was dabei rausgekommen ist. Viel Spaß! Ich finde das Konzept übrigens ziemlich interessant, weil ich glaube, vom Setting her hatten wir das noch gar nicht, oder? Ein Horrorfilm in der Bibliothek. Ich bin mal gespannt. Oh nein, oder? Oh nein. Okay, Leute, ich glaube, ich muss an der einen oder anderen Stelle mal die Musik austauschen. Hier laufen gerade die Ramones im Hintergrund und ich habe jetzt nicht so wirklich Bock auf einen Strike. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ja, I'm just at the library. Probably be here late. Yeah, I have a lot of stuff. What? I don't know. I've been this way since Arthur was an anteater. Yeah. Yeah. I'll let you know. Creepy nerd simulator. Okay. Sorry. Oh,
Fantastische Archäologie. Yeah. Deswegen war ich in meiner Studentenzeit nie in der Bibliothek. Wahrscheinlich bin ich auch genau aus diesem Grund jetzt YouTuber. Was passiert da? Ich kapiere das gar nicht. Ey, wenn das jetzt der Asiate ist. In search of man? Check die Kerle. Oh Gott, no. Oh Gott, ist das schlecht. Oh. Oh, cringe, Alter. I'm in search of man. Wenn man sich auch nicht keinen anderen Buchtitel überlegen könnte, diese Szene. Eigentlich was anderes erwartet von dem Film, muss ich sagen. Jetzt schäme ich mich ein bisschen. Oh no. Ist das bescheuert? Was soll denn das? Boah, Erz. Ich weiß nicht, ob der Film ernst gemeint war. Wahrscheinlich eigentlich nicht so wirklich. Aber es wurde so als Horror-Kurzfilm innerhalb von 12 Stunden fertig gemacht und so. Und boah, ich muss sagen, also das einzig Gute, die einzig gute Stelle in dem ganzen Film war diese Räder, wo man diese Regale mit aufdrehen konnte, wie die sich gedreht haben, so von alleine. Mit der Kameraführung, das war wirklich professionell und sehr, sehr geil gemacht. Aber was sollte bitte dieser... Warum? Was war das für ein Typ? So, hat er die alle weggefressen oder... Warum? Oh mein Gott, und der war auch noch übelst peinlich irgendwie. Also ich hoffe, dass das ein Scherz ist, weil... Auch die Schauspielerei, das war alles ganz schön mies, muss ich sagen. Also, im Gegensatz zu dem davor mit dem kleinen Jungen. Also, wenn man das so im Kontrast sieht, ich habe in der Mitte des Films gedacht, boah, nehme ich das rein, weil ich habe schon auf so manches reacted und dann nicht mit drinne gelassen. Und ich dachte, ich habe hier wieder so einen Kandidat. Aber vielleicht ist es doch mal ganz interessant, diese beiden Gegensätze zu sehen, oder? Also, ich glaube einfach mal an das Gute im Menschen und gehe davon aus, dass das hier ein Scherz war. Falls es doch ernst gemeint ist... Also, falls die sich dahinter geklemmt haben und gesagt haben, Leute, wir machen jetzt einen richtig krassen Horror-Kurzfilm. Jungs,
lass es. Ansonsten fand ich den gerade wegen dieser Weirdness wahrscheinlich ganz unterhaltsam, muss ich ehrlich sagen. Und ich meine, prinzipiell geht es ja darum, oder? Prinzipiell lädt man ja aus diesem Grunde Sachen auf YouTube hoch. Aus diesem Grunde macht man überhaupt Videos, egal jetzt mal welches Format. Und ja, das hat auf jeden Fall dann im Endeffekt seinen Zweck erfüllt. Wie gesagt, Leute, beide Kurzfilme sind unten verlinkt. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall den erstellenden Daumen nach oben da. Weil prinzipiell sind die dafür verantwortlich, dass ich dieses Video machen kann, dass ihr dieses Video ansehen konntet. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal. Kostet euch nichts, unterstützt mich mega. Und ihr könnt euch auf weiteres freuen. Bis dann, haut rein und ciao.